Habibis, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, ich komme gerade vom Sport. Jetzt wird gleich rasiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und morgen geht's dann los auf meine allererste World Tour mit PM auf die Seychellen. Die Firma lädt uns eine Woche lang ein mit knapp 300, 400 Qualifizierten auf die Seychellen. Unglaublich krass ins Club Med, also ein super exklusives Resort. Und da laufen natürlich hochkarätige Sprecher rum und Führungskräfte. Und da werden wir uns mal einen von schnappen und werden eine Special-Folge von dem Habibi-Podcast auf den Seychellen drehen. Und ja, jetzt seht ihr noch ein bisschen was von der Anreise. Die werde ich jetzt mit einschneiden. Und dann würde ich sagen, let's go. 3, 2, 1. So, meine Lieben, einen wunderschönen guten Tag und herzliche Grüße von den Seychellen. World Tour 2023 mit PM International. Neben mir sitzt ein langjähriger Mentor und sehr, sehr guter Freund von mir, Goldpräsidentsteam Christian Hohmann. Und ja, was haben wir uns gedacht? Wir werden eine Special-Runde vom Habibi-Podcast auf den Seychellen drehen. Ich meine, wo geht's auch sonst? Ihr seht's, uns läuft das Wasser hier ein bisschen runter, weil es ist, sage und schreibe, 29 Grad. Es ist eine unglaubliche Atmosphäre hier. Wir haben gerade richtig gut gegessen. Heute ist Donnerstag schon, ja, also haben auch schon einiges mitgenommen die Tage und das ist absolut crazy. Und ich dachte mir, wie kann man das besser machen, als wenn wir ja Special Guest hier haben und mit dem eben ein kleines Interview drehen. Und ja, vielleicht Christian, stell dich einfach mal gerne vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie lange bist du bei PM? Ja, ich bin Christian Hohmann, 28 Jahre alt, komme gebürtig vom Bauernhof aus dem Münsterland, also zwischen Münster und Bielefeld bin ich groß geworden und ja, wurde schon seit meinem vierten Lebensjahr begleitet von einem Mentor auch, so, ja, der hat so Energiearbeit gemacht und Mentaltraining mit mir, mit 8, 9, 10, 11, 12 Jahren kann ich mich dran erinnern und mit 15 habe ich dann das erste Mal mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, Bücher gelesen, bin auf Seminare gegangen. Das hat mich komplett fasziniert, weil ich ein sehr schüchterner Junge war. Habe mir viele Gedanken gemacht, was denken die anderen von mir, also wenig Selbstbewusstsein, wenig Selbstvertrauen und ich wollte einfach wissen, wie kann ich mal mehr Selbstvertrauen gewinnen, Selbstbewusstsein bekommen, wie kann ich mal erfolgreich werden, finanziell frei werden, ein glückliches Leben leben, erfüllte Beziehungen haben und ja, das hat mich total begeistert, dass es überhaupt dieses Wissen gibt, habe das studiert, unglaublich intensiv, dann Abitur gemacht 2013, ein Jahr zu Hause auf dem Hof gearbeitet mit Papa, währenddessen jeden Tag 5 bis 10 Stunden Hörbücher gehört, Dankbarkeitstagebuch geschrieben, Erfolgsjournal, also ich war sehr, sehr stark auf der Suche nach dem Sinn für mich und ja, dann war ich erstmal 6 Monate in Madrid in Spanien, habe dort das Unternehmertum kennengelernt durch den Vater meiner damaligen Freundin und dann angefangen zu studieren und einen Monat vorm Studium Network Marketing kennengelernt, das ist jetzt 8 Jahre her. Habe damals dann schon das 6 Wochen Studium beendet und nur noch Network gemacht. Ja, jetzt kann ich mir nichts Schöneres mehr vorstellen. Bin da komplett angekommen und super happy, ja. Absolut crazy. Und das Krasse bei dir ist, du bist halt, und Christian ist ein unglaublich krasser Leader geworden, ja, auch für die Young Generation. Christian, das ist deine zweite World Tour, richtig? Also ist die dritte, für die ich mich jetzt qualifiziert habe. Die erste ist leider damals in der Pandemie ausgefallen. Aber zum Erlebnis ist es jetzt die zweite und das erste Mal für mich aber auch, dass Rolf und Vicky dabei sind. Okay, crazy. Ja. Beschreib mal vielleicht eine World Tour für jemanden, der heute nicht dabei ist, der sich das vielleicht bei Instagram anschaut. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also eine World Tour mit der Firma, mit PM vom Unternehmen, ist die krasseste Reise, die du überhaupt erleben kannst. Also es wird ein Traumziel auf der Welt genommen. Und da gehen alle hin. Und dann sind es ein paar 100, 4, 5, 600 Leute, die aus der ganzen Welt zusammenkommen. Es sind auch also nur 4, 5, 600 Personen von über 1 Million Teampartnern weltweit, die es schaffen, sich dafür zu qualifizieren. Es ist auch wirklich herausfordernd, sich dafür zu qualifizieren. Aber es ist möglich. Und ja, das ist das Krasseste. Es sind ja Traumziele jetzt hier wie Seychellen. Letztes Jahr waren wir in der Dominikanischen Republik. Davor war eigentlich Sansibar, was dann ausgefallen ist, aber davor Mauritius, Malediven, also ihr hört schon krasse Ziele und es ist alles bezahlt. Also der Flug, das Hotel sind immer 5-Sterne-Hotels, geilstes Essen, tolle Erlebnisse und komplett im Paradies. Und das getoppt oder
gekrönt von nur geilen Menschen, weil es sind die erfolgreichsten der Welt, die hier zusammenkommen. Das fasziniert mich immer, weil ich auch sehr große Ziele habe und sehr ehrgeizig bin. Und das finde ich irre, dass du 7 Tage lang mit Rolf und Vicky gemeinsam abhängen kannst, mit den erfolgreichsten Unternehmern und Networkern in unserem Unternehmen, mit den erfolgreichsten der Welt, ja. Und die sind nochmal 10-mal erfolgreicher als ich zum Beispiel. Und ja, das ist krass. Also für mich ist es mit die schönste Woche im Jahr, geschäftlich gesehen auch und urlaubsmäßig. Ja. Ja, erstmal vielen Dank. Du hast gerade was ganz Spannendes angeschrieben. Ich bin sehr ehrgeizig, ich bin auch vielleicht sehr diszipliniert. Vor allem soll der Podcast ja auch an Leute gehen, so wie wir, die groß denken, die Großes erreichen wollen, vor allem aber auch im Network vielleicht auch ein Interesse haben und noch nicht wissen, okay, wie werde ich hier wirklich richtig erfolgreich, ja, weil viele von euch wissen, im Network, es ist alles kann, nichts muss, man kann 300-400 Euro hier verdienen, was vollkommen in Ordnung ist oder auch sehr, sehr geil, weil in 80% der Leute, denen fehlt eben genau das am Ende des Monats, aber auf der anderen Seite bietet Network halt auch eben wirklich die Möglichkeit an, hier Wohlstand und Reichtum sich zu erarbeiten. Ja, die meisten Einkommensmillionäre kommen aus dem Network-Marketing und einfach ist eine Branche, wo man sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Jetzt vielleicht, Christian, wenn wir mal über das Thema großes Bild reden, jetzt mal richtig großes Geschäft aufzubauen, was würdest du sagen, sind die allerwichtigsten Dinge jetzt aus den letzten Jahren deiner PM-Karriere, die man so beachten muss? Ja, ich glaube, da ist schon was Wichtiges, was du gerade gesagt hast. Man kann sehr viel Geld verdienen, aber es sind die wenigsten, die es wollen. Und dementsprechend, weil es auch weniger anstreben, sind auch weniger, die am Ende da oben dann vielleicht hinkommen. Aber ich wusste immer, okay, wenn ich bereit bin, den Preis zu bezahlen, dann werde ich das schaffen. Aber das ist wirklich erstmal die wichtigste Botschaft. 80% der Menschen wollen vielleicht 500 bis 1500 Euro zusätzlich im Monat verdienen. 80%. 15% wollen vielleicht mal mehr als 5.000 Euro im Monat dazu verdienen und nur 5% wollen nochmal das Zehnfache im Monat verdienen und mehr. Und das ist, glaube ich, schon mal das Wichtigste, dass man eben nicht nur über das Große spricht, sondern hauptsächlich eben Menschen zu zeigen, mit der Chance Network Marketing ein tolles Zusatzeinkommen sich zu generieren, um irgendwelche finanziellen Löcher zu stopfen, um vielleicht einen Job aufzufangen, der gekürzt wurde oder wie auch immer, weil das die Hauptzielgruppe ist. Das sind die meisten Menschen oder das sind die Menschen, denen wir am meisten helfen können. Mhm. Oder das sind die meisten Menschen, denen wir helfen können, genau. Zusätzlich was zu haben. Und wenn du das oft machst, dann wird das Geschäft natürlich größer. Mhm. Und wenn du es extrem oft machst, also extrem vielen Menschen hilfst, mit den Produkten gesünder zu werden und Geld zu verdienen, dann wird es halt richtig groß. Ja, und das hat mich von Anfang an fasziniert. Eben genau der Fakt, wie du gesagt hast. Ja, die meisten Einkommensmillionäre weltweit kommen aus der Branche Network Marketing. Das hat mich einfach begeistert. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht hier Network Marketing geil. Das machst du, um schnell reich zu werden. Dann muss ich sagen, sind die Erwartungen haben, die werden schnell enttäuscht. Weil wenn du mit einem seriösen, vernünftigen Unternehmen zusammenarbeitest, dann dauert das halt einfach Jahre, vielleicht auch mal ein Jahrzehnt, bis du so ein großes Unternehmen aufgebaut hast, wie aber in der normalen Wirtschaft auch. Ja? Also jedes große, vernünftige, stabile Unternehmen braucht auch mal 1, 2, 3 Jahrzehnte, um was Großes aufgebaut zu haben. Und im Network ist es aber ziemlich garantiert, wenn du mal 5 bis 10 Jahre kontinuierlich dran bleibst, dann wird es auf jeden Fall so groß, dass du mehr als finanzielle Freiheit erreicht hast. Und dass auch sowas wie Einkommensmillionär zum Beispiel möglich ist. Ja, und für mich, also deswegen, ich gehöre eher zu denen, die halt große Ziele haben. Mhm. Das muss jetzt nicht jeden von euch abholen, aber vielleicht sind ja gerade viele dabei. Für mich war es halt so, okay, krass, ich kann mir hier ein passives Einkommen aufbauen. Das ist das einzige Einkommen, was ich zeitlich und finanziell frei machen kann. Ich wusste, ich will das. Mhm. Ich will anderen Menschen helfen, erfolgreich zu werden. Weil ich war 6 Jahre Fußballtrainer und dieses Gefühl, wenn du anderen Menschen hilfst, ihre Ziele zu erreichen, es gibt, glaube ich, nichts Geileres, nichts Erfüllenderes auf der Welt, als wenn du merkst, du machst einen positiven Unterschied im Leben von anderen. Genau. Das ist das Krasseste, ja, weil dein Leben dann einen Sinn macht. Und das Dritte, es gibt kein Limit.
Und ich habe mit 20 damals Network Marketing kennengelernt. 5 Jahre vorher habe ich The Secret zum ersten Mal geguckt mit Zielcollagen basteln und so. Und ich dachte, krass, wenn es hier kein Limit gibt, dann kann das das Werkzeug sein, mit dem ich wirklich mal meine Ziele und Träume verwirklichen kann. Also vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass du mal wirklich dein Traumauto fährst, in deinem Traumhaus wohnst oder in deiner Traumwohnung, die ganze Welt bereist. Was ist, wenn es doch die Möglichkeit gibt und es nicht unmöglich ist, wie vielen erzählt wird? Was ist, wenn es doch die Möglichkeit gibt und alleine, weil ich gedacht habe, was ist, wenn es doch die Möglichkeit gibt, es zu erreichen hiermit? Deswegen musste ich versuchen. Ich habe nicht gedacht, dass es funktioniert. Also das war, ich habe so 10% gedacht, dass es wirklich mal klappen kann. Aber ich muss es wenigstens versuchen, weil wenn ich es nicht versuche, werde ich es auf gar keinen Fall schaffen. Mhm. Und deswegen muss ich es machen. Ja, und jetzt ist es halt Wahnsinn, da kriege ich Gänsehaut, um euch da mal ein bisschen mitzunehmen. Ich bin jetzt 8 Jahre dabei, fühle mich absolut finanziell frei. Natürlich geht immer mehr, aber grundsätzlich auf jeden Fall. Ja, habe da schon sehr viel erreicht. Natürlich kommt auch viel Anerkennung einfach aus der Branche, aus der eigenen Firma. Dann werde ich selber jetzt auch noch Vater im September. Gestern hier frisch herzlich verlobt. Glückwunsch erstmal, frisch verlobt gestern. Gestern frisch verlobt hier auf der Insel. Und ich weiß, wenn das Baby auf die Welt kommt, zum Beispiel Ende September, ich weiß, ich bin jetzt 28, werde Mai 29, ich weiß, dann kann ich so viel Zeit, wie ich will, mit meinen Kindern verbringen, den Rest meines Lebens. Also wenn ich will, bin ich Vollzeitpapa, weil es sind in meinem Team jetzt über 2500 Abos, aber schon knapp 5000 eingetragene Kunden und Vertriebspartner. Und ein monatlicher Umsatz von ungefähr 500.000. Und dass die Kunden und Teampartner nutzen weiter die Produkte, weil die Produkte funktionieren. Hm. Und deswegen ist es stabil. So, und wie gesagt, das ging jetzt nicht von heute auf morgen. Ich mache das jetzt 8 Jahre. Aber das ist so toll zu merken, das ist ein stabiles Geschäft und ich kann so viel arbeiten, wie ich will. Wenn ich aber auch mal nicht arbeiten möchte, ist es auch in Ordnung. Hm. Und das ist gerade für mich das größte Geschenk und dann noch meinen Eltern gerade was zurückgegeben zu haben. Mein Papa hat jetzt auch schon ungefähr 5.000 Euro Zusatzeinkommen im Monat, die ich ihm jetzt aufgebaut habe. Und der wird jetzt im April 60. Ja, und mit seinem 14. Lebensjahr musste der damals entscheiden, ob er den Hof übernimmt oder nicht. Also den Bauernhof, wir hatten 1.500 Schweine und 65 Hektar Land, also viel Arbeit, 365 Tage im Jahr. Und der ist jetzt zeitlich frei, hat ganz andere finanzielle Möglichkeiten, weil wir immer jeden Euro dreimal umdrehen mussten. Ja, die Klamotten wurden durchgereicht von den Cousins zum Bruder, zum nächsten Bruder. Und Mama und Papa haben zum ersten Mal ihren Neuwagen in dem Leben abgeholt, von der Firma bezahlt. Und das ist gerade alles komplett krass. Also es hat mein Leben total umgekrempelt. Und Also ich bin heute jetzt genau da, wo ich immer sein wollte. Klar gibt es noch ein paar Kleines. Aber es ist eher ein Spiel, was jetzt noch kommt. Ist ein Spiel. Aber was ich mit der Geschichte einfach erzählen will, wenn du was Großes erreichen willst, kannst du es hier schaffen. Ich habe auch mal die ersten 2 Jahre waren nicht so easy für mich in dem Geschäft. Aber unterm Strich, am Ende sind wirklich meine größten Ziele und Träume hier in Erfüllung gegangen. Ja, auch mein Traumauto jetzt gerade bestellt, ein X6M Competition. Hört sich alles ein bisschen krass an, aber ja, das war für mich immer auch ein absoluter Traum. Jetzt hier auf den Seychellen, also ich musste mich immer wieder kneifen. Aber wie gesagt, das waren jetzt 8 Jahre auch mal Arbeit. Und es ging nicht immer steil nach oben. Viele Tränen, viele Verzweiflung, viel im Auto geheult, Mama angerufen, kannst du mir nochmal 300 Euro leihen? Weil ich habe es ja direkt hauptberuflich gemacht. Ja? Studium nach 6 Wochen abgebrochen und gesagt, direkt hauptberuflich Network Marketing. Ja, boah, also ich bin mir selber auch extrem dankbar, das durchgezogen Klar. zu haben. Und für jeden Großdenker unter euch, hier kann man sich sein Traumleben verwirklichen, komplett. Crazy. Also erstmal vielen, vielen Dank und vor allem, was ich ja krass finde, es gibt so einen geilen Spruch, Network ist zum Wiederträumen da. Ja, also wir alle kennen das, wir haben alle irgendwann mal, als wir klein waren, aus der Bravo gab es dann immer so Lamborghini und Porsche und Villen, die man sich so als Poster irgendwie an die Wand gehangen hat und dann über die Jahre sind die Träume dann irgendwo in einer verstaubten Kiste gelandet und im Network ist es halt so, diese Kiste holst du halt wieder raus und fängst an, daran zu arbeiten. Ne? Und wenn du genug daran arbeitest, kannst du die halt auch eben wieder erfüllen und das ist total krass. Also auch die Story, mega, mega geil. Was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Skills, die du haben musst, um dahin zu kommen, wo du jetzt gerade bist?
Tatsächlich sind es für mich immer wieder drei Punkte, die ziehen sich durch. Ich habe noch keine besseren gefunden, da ist alles drin. Das erste ist ein brennendes Verlangen. Mhm. Du brauchst ein brennendes Verlangen. Und dieses brennende Verlangen, dann denkst du vielleicht, ja, ich will aber frei werden oder was auch immer. Ist gut, aber mach's richtig intensiv. Also, dass du richtig brennst. So wie wenn du verliebt bist und an den neuen Partner, die neue Partnerin, du kannst an nichts anderes mehr denken. Mhm. Also das brennende Verlangen permanent anzufeuern. Mhm. Begeisterung, Leidenschaft zu entwickeln auch. Ja, also was willst du wirklich, was willst du unbedingt? Brennendes Verlangen. Mach Zielcollagen, mach auf dein Handy, am Sperrbildschirm deine Ziele, die dich gerade jetzt am meisten faszinieren. Hab eine Vision, wo es hingeht. Also ich habe immer eine Vision. Meine Vision ist, 1 Million Menschen gesund, frei, reich und glücklich zu machen. Das kam mir mal auf Kuba 2018 und das ist immer das ist das, wo ich selber das Gefühl habe, wow, dieses Ziel ist es wert, dass ich mein Leben dafür gebe. Mhm. Ja? Also find ein Ziel, wofür du bereit bist, dein Leben zu geben. Mhm. Ja? Ist nicht, kann ich das Ziel erreichen, sondern ist das Ziel deiner würdig, sich die Frage zu stellen. Ist das Ziel es wert, dass ich mein Leben dafür gebe? Also ein brennendes Verlangen. Ja, eine große Vision zu haben, wofür gibst du dein Leben, welches Ziel ist vielleicht auch übergeordnet, was dient anderen Menschen und auch wieder kleine Ziele zu haben. Welches materielle Ziel vielleicht gerade? Hast du eine tolle Uhr, die du haben willst oder ein T-Shirt oder einfach, keine Ahnung, willst du in deinem Job kürzen oder Zeit mit den Kindern? Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade bist, aber du brauchst ein brennendes Verlangen und du musst dir das permanent vor Augen führen, weil vielleicht schaust du jetzt das Video und denkst, ja, ich weiß, was ich will, geil. Und dann gehst du nachher ins Bett, stehst morgen früh auf und denkst, gleich arbeiten und dies, das. Und du hast es wieder vergessen. Du musst es jeden Morgen, jeden Abend vorm Schlafengehen dir bewusst machen, tagsüber. Du musst immer wieder daran erinnert werden. Das brennende Verlangen, ich kann gar nicht genug darüber sprechen, weil das ist für mich die Basis von allem. Weil wenn jemand ein brennendes Verlangen hat, dann wird er es schaffen. Auf jeden Fall. Also brennendes Verlangen. Und wenn du ein brennendes Verlangen hast, dann kommt nämlich Punkt 2 auch automatisch, die Arbeitsbereitschaft. Wie wenn du Bock hast auf einen richtig geilen Körper, du brennst dafür und dann bist du auch bereit, ins Fitnessstudio zu gehen. Aber nur, wenn du richtig Bock hast. Und die Arbeitsbereitschaft ist für mich im Network Marketing terminieren, präsentieren, auf Veranstaltungen zu gehen und jedes Mal so viele Leute mitzunehmen, wie du kannst. Und wenn keiner mitkommt, dann fährst du halt alleine. Wenn du nicht bereit bist, alleine hinzufahren, dann wirst du es niemals von jemandem aus deinem Team erwarten können. Und das ist auch so ein Ding. Also Arbeitsbereitschaft in Form von jeden Tag terminieren, also neue Menschen einzuladen auf einen Termin, die Geschäftsmöglichkeit, die Produktmöglichkeit zu zeigen. Präsentieren passiert dann automatisch. Und Veranstaltungen wirklich, mit jeder Veranstaltung stärkst du deinen eigenen Glauben und den Glauben deiner Teampartner, weil sie dich beobachten und wenn die dabei sind, sehen die wieder andere Menschen, die es geschafft haben. Also der wichtigste Punkt im Network ist für mich, if I can do it, you can do it. Und es geht immer nur um den Glauben, wie Tony Robbins das mal geil erklärt hat. Das entsteht im Glauben. Ja, Glaube, je mehr Glaube du hast, desto größer ist das Potenzial, desto mehr gehst du in Aktion, desto stärker wird das Ergebnis. Wenn du starke Ergebnisse hast, stärkt es wieder dein Glauben, du siehst noch mehr Potenzial. Aber es fängt immer bei dem Glauben an. Der Glaube wird mit jeder Veranstaltung gestärkt. Und ich bin seit jetzt 8 Jahre dabei, aber ich gehe immer wieder auf Veranstaltungen, um meinen eigenen Glauben zu stärken. Ja, also das ist das A und O, den Glauben zu stärken und das, wie gesagt, über Events und da Menschen hinzubringen. Also brennendes Verlangen, Arbeitsbereitschaft und Lernbereitschaft. Und Lernbereitschaft, ja, lernen von den Menschen, die da sind, wo du hin willst. Ja, hör nur auf die Menschen, die da sind, wo du hin willst. Heißt nicht, dass du auf jeden hören sollst, der da ist, wo du hin willst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich habe die ersten 2 Jahre für mich so ein bisschen verloren in dem Geschäft und bin nicht in die Richtung gekommen, wie ich wollte, weil ich diesen Punkt nicht so richtig für mich verstanden habe. Also hör nur auf die Menschen, die da sind, wo du hin willst, aber hör nicht auf jeden, der da ist, wo du hin willst. Frag am besten 10 verschiedene Menschen, die da sind, wo du hin willst und lass dich inspirieren und hör dann auf dein Bauchgefühl, hör auf deinen Instinkt, damit du wirklich in Balance bist mit deinem Herzen, mit deinem Handeln, damit du authentisch und natürlich dieses Geschäft machen kannst. Und das ist wirklich wichtig, diese Lernbereitschaft und also auf die Menschen zu hören und sich wirklich mit denen zu umgeben. Also ich bin wie ein Besessener danach, mich mit Menschen zu umgeben, die in Lebensbereichen, die ich verbessern möchte, weiter sind.
Und die zu fragen, die Energie aufzunehmen, deren Nähe zu suchen, denen zu dienen, damit die mir vielleicht auch irgendwo mal helfen. Also ich gucke immer, dass ich da einzahle in die Beziehungskonten von Menschen, die mich begeistern, die mich inspirieren und die, wirklich dieses Umfeld. Weil du bist halt der Durchschnitt der Menschen, mit denen du dich die meiste Zeit umgibst. Und da sehr, sehr drauf zu achten. Wenn du die jetzt noch nicht in deinem Umfeld hast, kannst du aber auch dir die Bücher von denen reinziehen. Mhm. Die Hörbücher, die YouTube-Videos. Es gibt Bücher oder Hörbücher, die habe ich mir mehrmals reingezogen. Es gibt sogar Hörbücher, die habe ich mir hunderte Male reingezogen. Also wie ein Gebet, das wirklich in jede Zelle geht. Also ihr müsst es ja ins Unterbewusstsein bekommen. 95% aller Handlungen. 95% kommt aus dem Unterbewusstsein. Also kannst du mit deinem Bewusstsein fast gar nichts ändern. Du musst dein Unterbewusstsein umprogrammieren. Und den größten Einfluss hat dein Umfeld, also womit du dich umgibst. In Form von Hörbüchern, Büchern, Videos und Menschen. Du hast gerade erwähnt, Events. Geh auf Events, sorg dafür, dass so viele Menschen wie du kannst mitkommen, und wenn keiner mitkommt, geh alleine. Wie wichtig sind für dich Events im Network Marketing? Vor allem unsere Events. Ja, wenn es einen geheimen Schlüssel gibt im Network Marketing, versprochen, dann sind es Events. Also das A und O sind Events. Solltest du mal an den Punkt kommen und denken, nee, ich brauche die Veranstaltung nicht, dann ist das vielleicht irgendwo in deinem Unterbewusstsein so hinterlegt, weil du keinen Bock hast oder wie auch immer. Aber du musst es so reinkriegen, dass du für dich verstehst, nichts ist wichtiger als die Events. Und wenn du es selber nicht verstehst, wird dein Team es nicht verstehen. Und auf Events werden Entscheidungen getroffen fürs Leben. Und Events sind für mich so wichtig, weil ich genau weiß, ich habe selber damals die Entscheidung auf dem Event getroffen, zu starten überhaupt im Network, und habe mit aus diesem Event heraus im ersten Monat direkt 20 Leute begeistert von den Produkten, weil ich wissen wollte, ob die Produkte tatsächlich so gut funktionieren, wie die Produkte bei den Menschen funktioniert haben, die ich auf der Veranstaltung kennengelernt habe. Genau. Und das ist das A und O. Und wenn ich jetzt Leute auf Events bringe und die kommen dorthin und sehen dort jemanden, wo sie sagen, krass, bei dem hat es auch funktioniert, der hat eine ähnliche Geschichte wie ich, dann kann ich das auch. Dann treffen die eine Entscheidung fürs Leben, und demjenigen brauche ich nie wieder motivieren. Der ist inspiriert durch das Umfeld, ja, wie ein Brutkasten, nenne ich das immer, Larry und Taylor Thompson, habe ich ja viel zusammengearbeitet, die nennen das immer Incubator, also bringen die Menschen in diesen Brutkasten und die inspirieren sich gegenseitig, Entscheidungen zu treffen und ihr Leben für immer nachhaltig zu verändern. Und deswegen, für mich gibt es nur einen Fokus, das ist meine ganze Einarbeitung, es ist das Einzige, worauf ich mich konzentriere, Events und meine Menschen mit Menschen zu connecten, wo ich merke, das kann matchen und die sind auch erfolgreich. Mhm. Ja. Krass. Vor allem, ich habe gerade zwei, drei Dinge drüber nachgedacht, wo ich dachte, boah, krass. Also vor allem dieses Vernetzen, da habe ich auch in den letzten Jahren, da habe ich auch sehr stark also, ne, auf deinen Rat gehört. Und das würde ich so unterschreiben, dass das Vernetzen, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge im Network Marketing ist. Ne? Vor allem, vielleicht kann sich jemand mit dir nicht identifizieren, aber vielleicht mit einer Ilona oder einer Alexandra oder whatever. Und ich glaube, das ist halt auch ein riesengroßes Thema. Weil auch du hast vorhin gesagt, ey, ich habe Mama auch angerufen, ne, und war auch oft verzweifelt und so weiter und so fort. Und auch wir, also auch in meiner Karriere gibt es immer wieder Punkte, wo ich denke, Alter, scheiße, ne? Am liebsten würde ich aufhören. Ne? Ich glaube, das gibt's immer wieder. Aber diese Events sind immer wieder neues Feuer. Ne? Neues Feuer, neues Feuer, neues Feuer und immer wieder Begeisterung. Und das finde ich ja halt krass. Wir arbeiten mit einer Firma, die in Europa in dem Bereich die Nummer 1 ist. Ja, fast 3 Milliarden Umsatz mit einem Durchschnitt 25% Jahreswachstum. Was würdest du sagen, oftmals glauben Leute, okay, ja, das ist klar, das Thema ist durch. Ne? Jeder, also die sehen ja unsere Events, 2.500, 3.000 Leute, jetzt SAP Arena, 15.000 Leute. Glaubst du, das Ganze ist schon gesättigt, oder wie ist das Potenzial da nach oben? Vielleicht gibt es da noch mehr. Ja, bevor ich auf das Potenzial eingehe, vielleicht nochmal kurz zurück. Auch nochmal zu den Events. Wirklich das Thema zu verstehen, Leidenschaft, Begeisterung und der Glaube, das ist so wichtig, wie dass du atmest. Hm. Ja, weil wenn du vergisst, wie begeistert du bist von deinem eigenen Leben, von deinen Zielen, von dieser Möglichkeit, dann wirst du
nichts bewegen. Mhm. Ja? Je höher die Emotion, Emotion, Energie in Bewegung, Emotion, Energie, Motion, Bewegung, je höher die Emotion, desto mehr wirst du bewegen und desto mehr wirst du auch bei anderen Menschen bewegen. Und deswegen versuche ich immer, die Emotion so hoch es geht zu fahren. Und jedes Event hilft mir, das zu verstärken, die Begeisterung, die Emotion. Und wirklich, das darfst du nicht vergessen. Das ist das Wichtigste. Und mich permanent mit diesen inspirierenden Menschen zu umgeben. Ja, das wollte ich nochmal unterschreiben, weil das musst du halt jeden Tag. Also 24/7. Ja. Wenn du morgen wieder aufwachst, musst du wieder atmen. Und du musst wieder so begeistert sein, wie es geht. Und deswegen muss ich mich immer wieder dran erinnern. Also, genau, das erst noch dazu. Und jetzt zum Potenzial. Ja, das ist riesengroß. Also, das Unternehmen, mit dem wir ja zusammenarbeiten, gibt es jetzt 30 Jahre, ist ein deutsches Unternehmen und es kennen erst 10% der Menschen in Deutschland. Also 90% noch nicht, 9 von 10 noch nicht. Also kannst du es noch verzehnfachen. So, das ist ja schon mal krass. Und es ist jetzt ja nicht so, dass jetzt alle die 10% jetzt mit jedem sprechen, sondern die aktiven Teampartner. Ja, die können hier noch so viel Karriere machen, also es können noch so viele Menschen alles erreichen. Es ist noch alleine unendliches Potenzial in Deutschland und es werden ja immer wieder neue Menschen geboren. Und immer wieder neue Menschen werden 16, 17, 18 Jahre alt, die wieder neu Network Marketing machen können. Also nur in Deutschland ist das Potenzial schon riesengroß. So, und in Deutschland ist der älteste Markt und der erfolgreichste Markt weltweit. Und jetzt gibt es ja noch die ganzen anderen Länder. Also wir sind ja in über 45 Ländern jetzt schon, wo wir Niederlassungen haben. Wir machen jetzt schon 2,5 Milliarden Umsatz weltweit, sind in der Top 10. Ja, nächste Woche wird es verkündet. Ich gehe davon aus, dass wir wieder zum schnellstwachsenden Direktvertriebsunternehmen der ganzen Welt gekrönt werden. Und wir waren jetzt schon zweimal hintereinander schnellstwachsendes Direktvertriebsunternehmen der Welt. Und jetzt dann zum dritten Mal. Denke ich, dass es jetzt nächste Woche dann, also wenn nächste Woche das Ergebnis kommt, wird das so sein. Mhm. Wir machen schon 2,5 Milliarden, aber wir machen erst 2,5 Milliarden, weil das errechnete Potenzial, und das ist sehr konservativ gerechnet, liegt irgendwie bei 42 Milliarden. Aber das Potenzial, das Marktpotenzial wächst jedes Jahr, weil die Menschen im Schnitt immer reicher werden. Also immer mehr Menschen wird es möglich, sich die Produkte leisten zu können und auch die Infrastruktur zu haben, weil die Menschheit sich immer weiterentwickelt. Ja. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir irgendwann mal 60 Milliarden machen, 100 Milliarden, keine Ahnung, vielleicht auch 300 Milliarden, ich weiß es nicht, aber ja, wir reden ja davon, wenn mal jemand von euch irgendwie eine Million Umsatz machen möchte im Jahr mit dem Geschäft, das heißt dann für einen selber, dass man schon weit über 5.000 Euro im Monat verdient, dann ist ja noch, also es ist so viel Potenzial da, das ist unendlich, da brauche ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Okay, sehr gut. Genau, das ist immer ganz wichtig zu wissen, ne? Wir sind gerade erst am Anfang, auch wenn sich das manchmal nicht so, also ne, anfühlt oder ausschaut, aber es ist crazy, wie viel Potenzial da noch einfach ist. Und du hast vorhin was sehr Krasses über Bücher erzählt, ja, du hast teilweise Hörbücher hunderte Male angehört. Was wären so deine besten Empfehlungen für Networker jetzt wirklich? Erstmal an Hörbüchern vielleicht oder Bücher, whatever. So die Top 3. Also mit das Wichtigste ist für mich, wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie. Okay. Weil, also dieses Buch, wie man Freunde gewinnt und ja, einfach zu verstehen, wie Menschen ticken, wie gehe ich respektvoll mit denen um. Ja, weil vielleicht denkst du, ich bin immer respektvoll, aber jeder Mensch ist ja anders. Also diese Empathie auch zu entwickeln. Und das ist für mich super wichtig. Kann ich immer wieder empfehlen. Nur, ja, so wie man Freunde gewinnt, ein Netzwerk aufzubauen, ist nicht nur fürs Network wichtig, sondern für alles. Ja, also da liegt mein Fokus drauf. Ich weiß, mein Netzwerk ist meine stärkste Währung. Ich gucke immer, dass ich in Beziehungskonten einzahle. Und ich weiß, egal welches Problem ich habe, ich kenne jemanden, der mir helfen kann, das zu bewerkstelligen. Und ich versuche die ganze Zeit, allen anderen Menschen Probleme zu lösen. Zig Ziglar hat das ja auch mal gesagt in einem Zitat: Hilf anderen Menschen, ihre Ziele zu erreichen und du wirst deine bei weitem übertreffen. So ist es im Network Marketing, aber so ist es auch generell. Und das ist, deswegen würde ich sagen, super wichtig. Also wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie. Dann im Network Marketing, ja, was ist noch wichtig? Hui, da gibt es halt wirklich viele geile Bücher. Wenn du jetzt ein bisschen fortgeschritten bist, dann würde ich sagen, Pay the Fucking Price von Mario Reggia.
Es war für mich eines der inspirierendsten Network-Bücher, sehr viel über Leadership auch, weil Leadership ist genau das, worum es wirklich geht. Wenn du großen Erfolg haben möchtest, dann gibt's GoPro. Ja, GoPro ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Anleitung. Ne? Eine richtig gute Anleitung fürs Network-Marketing, da ist sehr viel drin. Auch zum Beispiel der beste Networker der Welt und. Also es gibt echt viele. Ja, da stöber mal am besten selber auch auf Amazon und hol dir alles, was es gibt. Ja, ja. Dein Lieblingsbuch, egal ob Network oder Roman oder whatever, dein Lieblingsbuch all time, favorite? Ja, das habe ich 2018 auf Kuba gelesen, da wo auch meine Vision entstanden ist. Das ist Ein neuer Anfang von Esther und Jerry Hicks. Mhm. Sehr spirituell, also nicht abschrecken lassen von den ersten 20, 30 Seiten, weil der Start ist sehr, sehr heftig. Wo man denkt so, okay, was ist das jetzt, ein bisschen spooky. Aber die Grundmessage in dem Buch ist für mich, kommuniziere mit deiner Seele. Ja, weil das ist, also dein Bauchgefühl, deine innere Stimme ist der direkte Zugang zu deiner Seele. Hm. Und das zu trainieren, zu schauen, okay, was will ich eigentlich so? Was ist eigentlich mein Weg? Ja, da brauchst du niemanden fragen. Nicht deinen Partner, deinen besten Freund, deine Eltern, wen auch immer. Sondern lass dich inspirieren durch andere Menschen oder Dinge oder Sachen oder Bücher. Aber hör am Ende immer wirklich auf dein Bauchgefühl und versuch immer mehr Kontakt zu deiner Seele, zu deinem wahren Selbst aufzunehmen. Und dass sich das dahin entwickelt, dass du selbst zu deinem größten Mentor wirst. Also, dass niemand über dir steht als deine innere Stimme. Das war wirklich ein richtiger Gamechanger, weil ich dann seitdem noch viel mehr mein authentisches Selbst leben kann, noch viel besser auch Menschen wirklich abholen kann und begeistern kann, weil es einfach ich bin. So, ne? Hundertprozentig. Ein neuer Anfang, sehr geiles Buch. Wir haben es auch hier, ich habe es auch schon selber gelesen. Die Info mit den ersten 20 Seiten, lasst euch da bitte echt nicht abschrecken. Das ist schon gut. Aber es ist unglaublich, unglaublich toll. Big Five for Life finde ich persönlich auch noch ein sehr krasses Buch. Habe ich damals auf der Europatour in Kalabrien gelesen, das erste Mal. Mich auch sehr inspiriert. Deine Top-Reiseziele, die letzten Top 3 oder deine Top 3 Favorites, wo du am meisten Spaß hattest, die meiste Begeisterung, whatever. Boah, es gibt echt viele geile Orte auf der Welt und ich durfte auch schon viel erleben. Das erste, was mir jetzt gerade ankommt, ist Kilimandscharo. Da war ich jetzt ja letzten Oktober. Das ist einfach eine ganz tolle Erfahrung. Du brauchst ungefähr 10 Tage und hast da Natur pur, gehst mit dir selber in Challenge und bist komplett geerdet. So, das ist krass vom Erlebnis. Dann Seychellen ist für mich schon krass. Also das Wasser ist halt super warm. Das ist halt so, wie man sich das Paradies vorstellt. Ja, genau. Einfach Seychellen, das ist Wahnsinn, richtig krass. Ja, Kuba war jetzt auch noch ein richtig geiles Erlebnis. Da war ich schon zweimal, ja 2018 und jetzt gerade mit einem Team mit 100 Leuten. Das ist auch sehr besonders. Aber es ist wirklich das Wichtigste, sind immer die Menschen, die du dabei hast. Ne? Weil damit kannst du am meisten Spaß haben. Wir haben zu Hause bei uns auf dem Bauernhof in der Küche, da haben Mama und Papa oder Mama hat da irgendwie so einen Aufkleber hingemacht an den Glasschrank. Menschen zu finden, die mit uns fühlen und empfinden, ist wohl das größte Glück auf Erden. Und das ist für mich wirklich der Game Changer. Also die richtigen Menschen dabei zu haben und dann kommen die Orte quasi noch on top. Ja. Genau. Crazy. Mittlerweile auf wie vielen PM-Urlauben warst du? Oh. Also. Seit 2016 bin ich auf jeder Europatour dabei gewesen, also 16, 17, 18, 19, 20. Das sind schon 5. 21, 22. 6, 7. 7, ich glaube einmal ist es ausgefallen, kann das sein? Genau, das einmal ist es ausgefallen. Okay. Einmal 6. Dann Leadership jedes Jahr seit 4, 5, 6 Mal, ich weiß es nicht. Also ungefähr 10 waren das schon dann. Zusammen addiert dann Präsidentsteam-Ehrung Saint-Tropez in Dubai. Nochmal, also so 15 die World Tour, also ungefähr 20 würde ich sagen, ungefähr. Ja, aber kommen ja auch noch eigene Team-Incentives, stimmt. Wir waren da auch am Gardasee, Jeffalo, dreimal, Kuba. Wahrscheinlich 25 bis 30 in den letzten 8 Jahren. Ja. Crazy. Materielle Ziele, die du dir noch erreichen oder erfüllen möchtest in den nächsten Jahren? Materielle Ziele.
Ich meine, auf jeden Fall. Geld gar keine Rolle mehr spielt. Wenn Geld gar keine, also eine richtig geile Uhr, so eine Traumuhr, so klischeemäßig eine tolle Rolex, wo ich denke, wow, cool, ne, auch als Wertanlage, ist ja ist eine geile Sache. Und vielleicht dann auch mehrere, einfach weil das ist ja auch super wertstabil und geil, finde ich, da kann man ja überhaupt gar nichts falsch machen und es ist toll, auch wieder so ein Breaker fürs Bewusstsein, ja, weil wir uns oft limitieren und ne, wenn man jetzt denkt, woher ich komme und dann dahin zu kommen, krass, dann Ferrari oder Lamborghini, das ist noch so ein Ding, was ich auf jeden Fall in den nächsten Jahren mir verwirklichen möchte. Ich weiß, es klingt halt jetzt sehr groß und krass und materialistisch, aber es ist halt wirklich, ich muss es alleine schon machen, weil ich mir das niemals hätte vorstellen können. Also ich durfte schon beides fahren, Ferrari auch auf Rennstrecke und auch letztens hatte ich wieder den 296 GTB einen ganzen Tag, also und Lamborghini zwei Tage lang, Huracan, ich weiß nicht, das irgendwie steht für mich wirklich für sehr viel Reichtum und das auch mal zu erleben, bricht jedes Mal alles auf in mir, wo ich denke, krass, ja, und schon gerne eine richtig geile Villa in den nächsten Jahren, wo wir dann als Family irgendwann einziehen, mal gucken, wie sich der ganze Markt entwickelt, aber schon eine richtig geile Villa. Sophie und ich wollen gerne viele Kinder haben, vielleicht auch 4, 5 Kinder, das heißt mindestens 5 Schlafzimmer, ja, ich brauche auf jeden Fall eine Sauna, einen Pool, einen Whirlpool und dementsprechend soll das Haus dann auch aussehen. Das sind jetzt gerade so die materiellen Dinge, die ich mir auf jeden Fall verwirklichen möchte. Krass. Immaterielle Ziele in den nächsten Jahren? Jetzt Ende September erstmal Baby, ne? Dann jetzt im Sommer standesamtliche Hochzeit, nächstes Jahr dann große Hochzeit. Viele Kinder. Ein Buch zu schreiben. Ich denke nächstes Jahr. Ja, noch weiter viel von der Welt sehen und maximal glücklich sein einfach, ne? Dass ich mit mir selber im Reinen bin, mich selber immer wieder zu fragen, okay, passt es, ne? Was will ich gesundheitlich verbessern? Möchte ich noch mehr meinen Körper designen oder möchte ich noch mehr reisen? Möchte ich mehr zu Hause sein? Möchte ich mehr mit der Familie sein? Mit welchen Menschen möchte ich mehr Zeit verbringen? Frage ich mich auch immer wieder, ne? Wen finde ich gerade richtig toll? Wo matcht das energetisch? Das sind so Dinge, worauf ich immer wieder achte. Mega. Krasse Scheiße. In diesem Sinne, meine Lieben, wir sind jetzt hier bei knackigen 36 Minuten. Richtig, richtig geil. Wir werden jetzt heute noch einen richtig tollen Tag haben. Heute steht noch eine Schaumparty bevor, ja. Sam Pala hat sich da wieder was richtig Tolles einfallen lassen. Morgen geht's dann los mit unserer White Party. Und wir sind einfach extrem gespannt und sind sehr dankbar, hier sein zu dürfen. Ich glaube, wir jumpen jetzt in den Pool erstmal. Ja. Also hier läuft schon. Oder ins Meer. Oder ins Meer. Und in diesem Sinne, ja, Bibi, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.